Okay, okay, Leute. Okay, ich habe den Kampf gleich geschafft. Ich bin kurz davor, den Kampf zu schaffen. Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann beende ich echt einfach alles. Ich muss den Kampf jetzt schaffen. Ich stehe einfach so kurz davor. Ja! Brother? Is that really you? Oh, I have longed to see you. I too, Melia. Brother, I must apologize to you and to everyone. Because of our transformation into Telethia. I am a princess, but I brought misfortune upon the High End here. You are mistaken, Melia. The Telethia gene lies dormant within us all. There was no escaping the cursed blood in our veins, sister. It was fate. That is why our father sought to dilute the bloodline. You are the hope of the High Entia. You will not transform into a Telethia. Even after the Bionis has reawakened, you can still succeed the Imperial line. You have the power to end our suffering. Knowing this, both I and father were happy to sacrifice ourselves. It was our choice. Brother. There is no need to fear. After all, this is precisely our wish. In the end, you are the only ones who can stop Zanza. Yes. Now, leave her to me. You must go. You must accompany Shulk. You! What have you done? I have done nothing. This is your destiny. Accept it with dignity! Ah! My body! No! I was promised immortality! Brother. Melia, at long last I can be with father. You must now live your own life. The path you forge, the future you choose. That is the hope of the High Entia. Thank you, brother. Your words will stay with me forever. His words? Oh, Ricky heard. Ricky heard Melly's brother. Oh, Kallion say, hope of bird people. Where Melly's brother? Oh, Ricky not see him, but Ricky hear him. Ricky. You too heard his parting words. Thank you. Melia. Thank you for your concern. I am all right. Let us go and secure the future my brother so hoped for. We will. Together.
Such a brave princess. Dixon! Don't look at me like that. I take time out of my schedule to send you off to a nice spot, and that's how you welcome me. What do you mean? I'll be waiting at Prison Island. I've picked out a lovely place to return your flesh and blood to the Bionis. Don't keep me waiting. See ya later. I'm gonna... Come on, everyone. We've got to get to Prison Island. Okay. Zur Erklärung, wieso ich mich gerade so gefreut habe. Es kam jetzt so lange kein richtiger Part mehr, sondern halt nur dieser eine Level-Part, weil ich wegen diesem Kackboss ewig gelevelt habe. Und ich bin ein einziges Level angestiegen. Ein einziges Level. Hier, da, 59, also fast 60 Stunden, jetzt hier 63 Stunden ungefähr. Ich weiß nicht, wie ich leveln soll. Gegen Gegner zu kämpfen bringt einfach fast nichts. Und Sidequests kann ich die meisten nicht machen, weil die Gegner zu hoch levelt sind. Deswegen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt den Boss nochmal zu probieren. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich ihn dadurch besiegt habe. Es war im Endeffekt jetzt gar nicht so schwer irgendwie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich lag es daran, dass Melly jetzt ein bisschen mehr Leben hatte, keine Ahnung. Jedenfalls ging es diesmal viel besser. Hey! Is this... It's Prison Island. So it has sunk into the Bionis' head. Oh, Dundun. Ricky feel funny feeling from above. Ricky instincts say Dixon is there. Yes, I agree. Start praying to Zanza, Dixon. We're coming! Brücke der Trauer, ne? Reisepunkt, alles klar. Also, ich habe wirklich ewig gelevelt, ewig versucht zu leveln. Und ich bin so froh. Ich bin so froh, Leute, dass ich das geschafft habe. Heilige Scheiße. Ich hoffe, jetzt kommen nicht mehr solche schweren Bosse. Und vor allem nicht mehr solche hochgelevelten Bosse. Aber das Ding ist, es wird bestimmt... Wow, dreht noch ein heißer Punkt. Es wird bestimmt genauso schwer jetzt werden. Ist das jetzt wieder Final Dungeon? Yo. Okay. Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall alles ziemlich krass werden. Aber die Musik. Die ist auch ziemlich cool. Ja, ich würde sagen, wir kämpfen gegen ein paar Gegner hier. Komm, wir kämpfen ein bisschen. Dass wir ein bisschen aufleveln. Okay, aber die Musik ändert sich im Kampf leider wieder. Schade. Die wäre cool gewesen, wenn die noch so im Kampf geblieben wäre. Finde ich zumindest. Das hätte was gehabt irgendwie. So. Ich denke mal, hier lässt sie es auch besser leveln. Weil die Gegner jetzt hier auch ein bisschen mehr auf meinem Level sind. Also ein bisschen höher gelevelt sind. Einfach nicht unbedingt auf meinem Level. Aber allgemein höher gelevelt. Deswegen denke ich mal, dass ich, falls ich leveln muss, hier um einiges besser leveln kann. Wo ist das hingerannt? Kommt drauf an, wie hoch der gelevelt sein wird. Insgesamt. Ja, der nächste Boss halt. Je nachdem, was es für einer ist. Aber boah, ich habe erstmal genug. Ich habe erstmal genug für die nächste Zeit. Von schweren Bossen. Boah, das ist echt unfassbar. Oh, ich habe sogar ein paar Nebulas in den Kampf eingezogen, scheinbar. Ich würde auch sagen, wir beenden den Part jetzt gleich. Wow, ich bin wirklich geheilt. Ups, ich wollte nicht mal. Heil ich mal selbst, Bruder. Ich will auf ihn weiterhin.
Ich würde sagen, wir beenden den Part nach diesem Kampf hier. Und im nächsten Part gehen wir dann durch die Gefängnisinsel und gucken mal, was Dixon da für uns vorbereitet hat. Aber boah. Ey, das war echt. Boah. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe und dass ich dieses Spiel weiter spielen kann. Ja, die geben definitiv einiges an Erfahrungspunkten. Hier kann man relativ gut leveln, definitiv. Gut, das ist praktisch auf jeden Fall. So, könnt ihr euch wieder beleben. So. Wobei, mir fällt ein, ich habe noch ein Harmoniegespräch. Das können wir noch in dem Part machen, was halt nicht allzu kurz ist, sag ich mal. Also ich weiß nicht, zwischen Charla und Melia freigeschaltet hat. Irgendwo in Magnawald. Ich weiß aber halt nicht wo. Egal, werden wir schon rausfinden. Jedenfalls bin ich halt wirklich froh, dass wir es endlich geschafft haben. Heilige Scheiße. Ja, die geben mir sehr viel Erfahrungspunkte. Okay, hier werde ich wahrscheinlich leveln, definitiv. Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich wirklich leveln. Auch, ja, ist mir jetzt egal. Ich lasse die Truhe einfach hier, dass ich das nächste Mal nehmen kann, weil, ja. So. Jetzt muss ich gucken kurz. Haben wir die Gespräche. Wo ist denn das jetzt mal? Ich glaube, im Magnawald. Wenn mich alles täuscht. So, hier. Charla und Melia, genau. Weiß von Magna. Ja. Dann gehen wir das hin, würde ich sagen. Und im nächsten Part geht es dann, wie gesagt, hier an die Gefängnisinsel weiter. Ja, das ist, boah. Ich bin so froh, Leute. Ich bin so froh. Übrigens, ich glaube, der Weife Magna ist eins der wenigen Gebiete, das ich komplett erkundet habe. Glaube ich zumindest. Ich habe Weife Magna komplett erkundet. Und es sind ja doch das eins zum Beispiel. Ich habe den Wald von Magna komplett erkundet und auch den gefallenen Arm, weil ich da sehr viel in Sidequest probiert habe. Ah, das ist direkt wundervoll. Kein Zutritt für Jungs, alles klar. Und auch noch irgendeins habe ich fertig erkundet, aber ich weiß nicht mehr welches. Egal, passt. Ist egal. Jetzt hier, Harmoniegespräch, kein Zutritt für Jungs. Was für eine schöne Quelle. Da möchte man doch am liebsten gleich hineinspringen. Sie sieht wirklich einladend aus, so kühn erfrischend. Sie könnte uns geschundenen Wesen etwas Linderung spenden. Melia, alles in Ordnung? Die Hitze macht dir zu schaffen, nicht wahr? Solltest du dir eine Pause gönnen? Das wäre wohl nicht verkehrt. Ich beginne bereits, mir Dinge einzubilden. Das klingt aber gar nicht gut. Vielleicht verträgst du die Waldluft nicht. Das Klima hier ist ziemlich feucht. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich brauche nur eine Minute, um mich zu erholen. Nun, wenn du es sagst... Oh, da kommt mir eine Idee. Lass uns doch kurz in die Quelle hüpfen, das wird uns erfrischen. Vielleicht fühlst du dich danach auch wieder besser. Diese Gelegenheit werden wir so schnell nicht wieder haben. Sieh dir nur mal das kristallklare Wasser an. Aber ich... Nun... Melia, bist du etwa als Kind nie im freien Schwimmen gewesen? Nein, nie. Vater hat es mir stets verboten. Oh. Na schön, dann hast du nun endlich Gelegenheit dazu. Also, worauf wartest du noch? Ihr habt recht, Charla. Lass uns ins Wasser gehen. Ohne Zweifel werdet ihr eine gute Schwimmlehrerin abgeben. Ich hoffe nur, dass Schulk mich nicht sieht. Aber wie zweifelt der Luke jetzt ohne Jungs, aber... Ja, okay, klar. Sie wollen ohne Jungs baden, aber wieso... Wieso heißt das Gespräch dann so? Das ergibt überhaupt keinen Sinn eigentlich. So. Dann das hier wird halt schwer, das zu schaffen. Ja. Es kommt irgendwann, wie gesagt, ein Bonuspart, wo ich gerne noch nachholen werde. Aber vorerst, erstmal nicht. Gut. Dann, gehe ich jetzt noch in die Gefängnisinsel zurück, würde ich sagen. Und... Ist es irgendwie... Ah, das ist hier nochmal, wieso auch immer. Wow. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Wo wir dann... Ja.
uns ein bisschen hier die Gegend angucken werden, die kennenlernen werden und so weiter und so fort. Ich werde auch ein bisschen Stuff verkaufen, dass wir die ganzen Items mitnehmen können und so. Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss. Wow, ich bin angegriffen. Ja, egal. Tschüss.